In diesem Video möchte ich gerne darauf eingehen, wie es sich so mit Welpenschutz verhält. Und ich möchte dir ein paar Tipps auf den Weg geben, die du einhalten kannst, damit das erste Treffen zwischen deinem schon vorhandenen Hund und dem neuen Welpen ein wahrer Erfolg wird. Hallo liebe Hundefreunde und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist. Wenn dein zweiter Hund ein Welpe sein soll, dann ist dieses Video genau das Richtige für dich. Bevor ich auf den Welpenschutz zu sprechen komme, möchte ich dir erstmal die Tipps an die Hand geben. Und zwar mein allererster Tipp ist, die Nase der beiden anzusprechen. Bei Hunden geht ganz viel über die Nase und du kannst das Treffen und das Kennenlernen unterstützen, indem du den Welpen schon etwas mitgibst, was nach dem ersten Hund riecht und genau andersrum auch, damit die beiden die Gerüche des jeweils anderen schon mal wahrnehmen können. Und von je nachdem, wo du den Welpen kaufen möchtest, ist es immer unterschiedlich, ob das klappt oder nicht. Spreche ab, ob die beiden sich eventuell schon auf eine oder die andere Art und Weise kennenlernen können. Das erste Kennenlernen sollte auf neutralem Boden geschehen. Das heißt, es macht Sinn, dass du den Hund erstmal nicht mit nach Hause nimmst, ihm vorsetzt und sagst, ja, das ist jetzt dein Kumpel, sondern dass ihr erstmal beide zusammen spazieren geht, dass die beiden sich kennenlernen können, dass die beiden sich miteinander austauschen und toben können. Und wenn du merkst, dass die beiden eine gute Ebene gefunden haben, dann kannst du mit dem nach Hause gehen und dem Welpen die Wohnung vorstellen. Aber ganz wichtig, für den Welpen sollten genau die gleichen Regeln gelten wie für den schon vorhandenen Hund. Wenn dein Hund also nicht in die Küche darf, dann darf dein Welpe auch nicht in die Küche. Wenn ihr das so handhabt, unterstützt ihr, dass eben kein Neid entsteht. Genauso wichtig ist es, dass beide die gleiche Zuneigung bekommen. Fang nicht damit an, den Welpen, weil er so niedlich ist, so doppelt und dreimal zu betüdern und ich sag mal, weil der schon vorhandene Hund das meiste alles schon kann, ihn so ein bisschen außen vor zu lassen. Das ist keine gute Idee. Binde ihn mit ein. Klar braucht der Welpe sehr viel Aufmerksamkeit und er braucht Toilettentraining und andere Sachen, aber da kannst du deinen vorhandenen Hund auch schon mit einbinden. Sonst hast du das Problem, dass eventuell Eifersüchte entstehen und das wollen wir ja nicht. Ja, und dann kommen wir schon zu dem Thema Welpenschutz, weil das ist ein ganz häufiger Trugschluss, dass es heißt, ja, weil es ein Welpe ist, kann dem nichts passieren. Das ist falsch, Leute. Bitte, bitte, glaubt es nicht. Dieses kommt von Forschern, die Wölfe untersucht haben und da ist es so, dass bei den Familienverbänden die Welpen ganz eine recht lange Zeit relativ viel machen können, ohne dass daraus irgendwelche Konsequenzen entstanden sind. Und das haben sie auf die heutigen Hunde übertragen und haben gesagt, ja, es gibt einen sogenannten Welpenschutz. Wenn es den für unsere Haushunde gibt, dann überhaupt nur innerhalb der eigenen Familie, das heißt zur Mutter, zu den Geschwistern und zu dem Vater und innerhalb der ersten paar Wochen. Wenn dein Welpe jetzt also mit 8 oder 12 Wochen zu dir kommt, ist die Zeit schon mal überschritten und das mit dem eigenen Familienverband hat sich auch erledigt. Also, es gibt dann keinen Welpenschutz mehr für deinen Welpen. Und das bedeutet einfach nur, dass es keine genetische Signatur gibt, dass andere Hunde wissen, das ist ein Welpe und ich darf den nicht beißen. Und es gibt auch keine Hemmung von Althunden, dass man einen Welpen nicht beißen oder nicht schlecht behandeln darf. Das ist alles eine Frage der Erziehung. Und in der Realität zeigt sich immer und immer wieder, dass aus Unwissenheit, weil es diesen Welpenschutz eben nicht gibt, doch Unfälle passieren. Je älter sie sind, desto stärker ist die Tendenz, dass sie gar nicht so viel Lust haben, sich mit dem Welpen auseinanderzusetzen. Gerade für jeweils ältere Hunde sind Welpen unberechenbar. Sie sind oft aufmüpfig. Sie sind für den Althund sehr anstrengend. Und es wird dem Althund sehr schnell auch zu viel. Und deswegen ist es wichtig, als Neubesitzer die Situation zwischen den beiden immer genau zu beobachten und zu gucken, ist das noch fühlt der Althund sich noch wohl? Und wenn du merkst, dass dein Hund sich nicht mehr so wohl fühlt und eigentlich jetzt, dass mit dem Welpen ihm alles zu viel ist, dann trenn die beiden bitte.
Es ist wichtig, dass beide einen getrennten Platz auch besitzen, dass jeder seinen eigenen Platz hat, dass der Althund jetzt nicht von vornherein sagt, ja, du musst mit in mein Körbchen, sondern dass es auch heißt, alles klar, ich habe hier meinen Rückzugsort und da kann ich tun und lassen, was ich möchte. Ich kann jetzt hier in Ruhe schlafen und der Welpe geht mir nicht auf den Keks und der Welpe hat seine eigene Box oder Matte oder was auch immer ihr euch da für den Welpen ausgedacht hat, dass ihr die beiden trennen könnt. Wenn du merkst, dass dem Althund das zu viel wird, dann trennst du die beiden und lässt sie sich erstmal ein bisschen runterfahren. Und wichtig ist hier einfach zu beachten, dass der Hund dann auch sein eigenes Reich besitzt und dass er Welpe nicht ankommt und ihn zum Spielen auffordert, sondern dass er sich dann auch wirklich zurückziehen darf und der Welpe weiß, da darf ich nicht bei. Wenn die Hunde dem Welpen nichts tun und sich total gut mit ihm verstehen, ist das oft einfach auch eine gewisse Erziehungssache und Persönlichkeitssache von dem Hund. Und man sollte einfach wirklich akzeptieren und respektieren vor allen Dingen, wenn der Althund ja nicht so wirklich was mit deinem Welpen zu tun haben möchte. Wenn man das nämlich nicht tut und es zu weit treibt, kann es nämlich zu Beißaktionen kommen und das wollen wir auf gar keinen Fall. Also ja, haltet die Situationen immer im Auge. Wenn im Welpenalter dein Welpe schon schlechte Beißerfahrungen macht, dann kann das ganz schlechte soziale Auswirkungen auf deinen Hund haben, die später sehr schwer zu beheben sind. Und das willst du ja natürlich nicht. Also guck immer genau, mit wem lässt du dann deinen Welpen zusammen. Und wenn dein schon vorhandener Hund ja zeigt, dass ihm das zu viel ist und dass er jetzt eigentlich gar nichts mit ihm zu tun haben möchte, sei ihm einfach nicht böse. Von meiner Erfahrung her ist es einfach wichtig, dass die beiden sich relativ neutral kennenlernen und vor allen Dingen auch, dass man es akzeptiert, wenn der schon vorhandene Hund einfach ja nicht so richtig Bock hat. Also wenn er erst zeigt, bei mir damals war es, er zeigte erst, dass es richtig, richtig toll ist und dass du es findest, dann war es ihm zu viel und hat sich zurückgezogen und ich habe ihn einfach machen lassen und das war völlig okay und er fand das richtig gut und hab die beiden einfach getrennt und es zeigte sich, dass das dadurch, dass das Vertrauen zu mir auch richtig gestärkt wurde und ja, genau das wollt ihr ja auch. Ihr wollt das Vertrauen ja stärken und genau auf diese Art und Weise schafft ihr das. Was mir jetzt super wichtig ist, ist, konntest du was aus diesem Video mitnehmen? Oder hast du noch zusätzliche Tipps, die ich jetzt in diesem Video nicht erwähnt habe? Dann schreib die doch bitte in die Kommentare, denn können andere auch noch die anderen Tipps mitlernen und so können wir uns gemeinsam gegenseitig helfen und austauschen. Gerne darfst du auch diesen Kanal abonnieren, denn hier findest du immer neue Tipps zum Thema Hunderziehung und zum allgemeinen Thema Hund. Und so können wir die Welt gemeinsam ein kleines Stückchen besser machen. Und in diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen Tag.